Olivenöl, warum auch immer. Ist ein Questgegenstand? Wahrscheinlich war ich wieder zu voreilig. Wenn ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass. Wie. Was hat er denn. Hä? Was hat er denn gerade gemacht? Okay, gut. Schwebende Tassen. Ich glaube, das mit dem Olivenöl brauchen wir dann bei dem Alkibiades oder wie der heißt, weiß ich nicht. Ja, hier ist glaube ich eine Party am Starten. Was geht da vor sich? Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Wen haben wir denn da? Welche Autorität und diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Oh, ich muss die ganze Zeit mein Lachen unterdrücken, weil das sieht halt einfach aus, als hätte er eine Windel an. Sorry. Und sorry, Demi. Nicht spammen. Entschuldigung, okay, ich suche nach jemandem. Versuchen wir es mal ein bisschen sachlich. Ich bin nur bei diesem Symposium, um jemanden zu finden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen, oder? Du holst uns etwas Öl, ich helfe dir, die Person zu finden, die du suchst. Ich hab's gewusst. Vielleicht ist sie hier drin? Sie ist nicht da drin. Ich sehe trotzdem mal nach. Ja, ich hab schon das Öl. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter ihre Söhne geweiht und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du mit? Sieh mir die Kleine aus. ich suche nach Informationen. Ich habe mit ihm geschlafen. Als Alexios. Okay, dann muss ich das ja nicht mehr zeigen. Bis gleich. Ja, guten Abend, Daedric. Ich suche nach Informationen. Wir machen es mal ganz. Ja, jugendfrei. Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Meinst du die Hetären? Das kann nicht dein Ernst sein. Ich frag mal das Erste. Die Hetären? Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth, doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert.
Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Anthusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. Anthusa in Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Okay, ich weiß, was du meinst, Demi. Der ist schon recht amüsant. Heterin ist Sexarbeiter. Echt? Ah, so heißen sie in... Okay. Alles klar. Gut. Dann müssen wir nochmal mit Sokrates reden. Ah, wenn das nicht diejenige ist, die mir zustimmt, dass Wissen das Wichtigste ist. Waren wir uns nicht einig, dass wir unser Wissen höchst unterschiedlich einsetzen? Gut, du erinnerst dich. Vielleicht können wir die Unterhaltung fortsetzen. Willst du wirklich dieses junge Ding als Vorwand benutzen, um dem Thema auszuweichen? Es kann nicht so wichtig sein. Ich bin fasziniert. Ja, tun wir mal so. Ihr streitet die ganze Nacht über ein Thema und keiner hat ein blaues Auge? Das ist echt interessant. Ja, das stimmt. Wir diskutieren die Natur von Herrschern. Wo ginge das besser als hier? Ich stelle dir dieselbe Frage wie Thrasymachos. Stimmst du mir zu, dass das Regieren eine Kunstform ist? Es ist eine Kunst, wie jede würdevolle Tätigkeit. Das steht nicht zur Debatte. Dennoch, Medizin dient der Genesung des Patienten und nicht der des Arztes. Das Handwerk verbessert das Gebäude, nicht den Erbauer. Also sollte die Kunst des Herrschens nicht dem Beherrschten zugutekommen, statt dem Herrschenden? Das ist doch absurd. Sokrates, Alter, du musst dich mal mit seinem Tod auseinandersetzen. Von Sokrates? Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal, aber ich habe... Also, das ist schon sehr lange her. Da war ich noch in der Realschule im Kunstzweig. Da hatten wir das erste Mal Sokrates. Also angeschnitten, als wir in der Antike waren. Und da habe ich mir das mal angeschaut, aber das ist ewig her und da weiß ich nichts mehr. Ich stimme Sokrates zu. Ja, ich auch. Beziehungsweise, da ist halt das Problem, wenn es den, wenn es der Bevölkerung zugute kommt, dass da eine sehr große Gefahr von Korruption besteht. Also, wenn halt. Ja, wenn die Führenden quasi nicht, nicht dafür gut entlohnt werden, sage ich mal. Das ist Zeitverschwendung. Herrscher sind ungerecht. Ja, das kann man aber auch nicht so sagen, ne? Aber ja, Herrscher sind ungerecht, das ist Zeitverschwendung. Machen wir mal das erste, komm. Ich habe genug von der Welt gesehen und weiß, es gibt keine gerechten Herrscher. Selbst Perikles dient vor allem sich selbst. Dient ein spartanischer Feldherr, der seine Truppen befehligt und damit sein eigenes Leben schützt, sich selbst? Ich denke nicht, dass es so ist. Eine Stadt zu führen und eine Schlacht zu führen sind zweierlei Dinge. Wenn er sich in der Kriegskunst übt, sorgt der Feldherr dafür, dass einige seiner Truppen in den Hades wandern, während ein Rückzug ihr Leben gerettet hätte, oder? Flo, was geht denn hier ab? Warst du weg oder was? ja, Flo, ich mag nicht, wenn man mich anschreit, deswegen bitte kleinen Buchstaben. war gerade kurz essen. Ja, also wir sind gerade auf der Feier. Haben gerade, wie heißt der, Alkibiades oder so geredet. War sehr lustig. Aber ja. Und wir haben den einen abgefüllt. Ja, das war sehr lustig.
wenn du das jetzt verstehst, Bruder. Ja, ich habe keinen Hut. Du sagst, ein Feldherr dient nicht sich selbst, wenn er seine Truppen befehligt. Dann sagst du, er dient doch sich selbst, weil ein Rückzug das Leben seiner Männer gerettet hätte. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich will nie auf etwas hinaus. Doch hast du eben beides gesagt. Ich sprach es aus, doch wollte ich damit rein gar nichts sagen. Ich wollte nur deine Meinung dazu hören. Du verschwendest deine Zeit. Was passiert? Oh, Cassandra ist die Beste. Grins, grins. Mir ist aufgefallen, dass du ein Diskussionstalent hast. Gut gemacht. Sokrates ist ein interessanter Charakter. Ah, Phoebe. Perikles hat sich schon auf den Balkon zurückgezogen, oder? Seine Gabe, sich unbemerkt wegzuschleichen, ist unvergleichlich. Ich kann ihn holen und Cassandra kann helfen. Jeder gehorcht, wenn sie etwas sagt. Das wäre gut. Lauf schon vor. Cassandra wird dir gleich folgen. Nun, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aspasia. Es war nicht einfach, deine Spuren in Megaris zu verwischen. Oh. Okay, erstmal im Chat. Wieso sind die Nachrichten von Demi gesperrt? Das war, weil er ein paar Mal zu viel geschrieben hat. Und dann wurden halt alle seine Nachrichten gelöscht. Das ist ein bisschen blöd. Also da muss ich nochmal schauen, ob es da nicht was Besseres gibt. Dass halt nur die Nachricht, dann die einzelne Nachricht gelöscht wird. Und die Sarah ist gerade unterwegs. Also die ist, hatte um 5:30 einen Termin. Ich schreibe jetzt auch in Griechisch. So, das war ich nicht. Ihr habt mir hinterher spioniert. Ich tat, was ich tun musste. Das mit den mit der Waage ist immer gelogen, oder? Ich glaube, das war so. Ich tat, was ich tun musste. Ich tat, was ich tun musste. Und ich würde es wieder tun. Ich entschuldige mich nicht. Wir alle tun, was wir tun müssen. Das ist keine Schande. Es führte dich hierher. Genau wie mich. Die Kleidung. Sie passt dir gut, hoffe ich. Ja, danke. Sie wäre gut, wenn ich meine Waffen hätte. Nee, das ist unfreundlich. Es sind vermutlich die schönsten Kleider, die ich je hatte. Aber mir ist etwas unbehaglich, um ehrlich zu sein. Man gewöhnt sich nie wirklich daran. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit des ganzen Raums, wenn auch niemand direkt zu uns rüber sieht. Wenn du reden willst, tu es jetzt. Und möglichst diskret. Ich suche nach meiner Mutter, ich suche nach einer Frau. Hey Sarah! Heute nur Assassin's Creed, me like. Oh ja, oh, es ist ja schon 20 vor 8. ich hab's voll verpasst, oh Mann. Nur Rechtschreibung ist bei mir eher schwer. Hab seit Jahren kein Griechisch mehr geschrieben. Dimi, das fällt niemand aus, auf, keine Sorge. Gut, ich suche nach mal. Sollen wir ihr so sehr vertrauen, dass wir ihr sagen, dass es meine Mutter ist? Flo, Dimi ist Grieche. ich suche nach meiner Mutter, ich suche nach einer Frau. Ich würde ihr vertrauen. Ich suche nach einer Frau namens Myrine, meiner Mutter. Ich glaube, sie schwebt in Gefahr. Meine Suche führte mich hierher. Welche Hinweise hast du zu ihrem Verbleib?
Ein Arzt namens Hippokrates traf sie womöglich in Argos. Er ist ein guter Mann. Falls du dort eine Frau namens Agathe triffst, dann richte ihr aus, Aspasia lässt sie grüßen. Was noch? Alcibiades gab mir den Namen einer Frau aus Korinth. Das sieht ihm ähnlich. Meine Freundin Anthusa ist die einzige, die ich kenne, die ihr Leben in Korinth auf ehrliche Weise finanziert. Zum größten Teil ehrlich zumindest. Mehr habe ich. Nice. Es gibt noch eine Möglichkeit. In einem früheren Leben sprach ich mit einer Freundin, wenn ich etwas oder jemanden suchte. Einer Flottenführerin. Wie heißt sie? Ihr Name ist Xenia. Das letzte Mal traf ich sie auf Chaos. Nur eine Warnung. Wenn du zu ihr gehst, sei auf der Hut. Das Leben auf See macht die meisten zu Monstern. Hab Dank, Aspasia. Komm danach zurück zu mir. Gemeinsam finden wir die Frau, die du suchst. Nun tu du mir einen Gefallen und hole Perikles hier runter, damit er die Gäste begrüßt. Die ist cool. Ich mag die. So. Ich will mal schauen. Okay, ich wollte schauen, ob ich da einfach hochklettern kann. Sehr lustig gewesen. Oh, Entschuldigung. Oh, hab ich euch gerade unterbrochen? Tut mir leid. Tut mir sehr, sehr leid. Oh, voll romantisch. Da ist er drin. Darf ich rein? Cassandra! Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Danke schön. Aspasia hat mich geschickt. Er gibt Phoebe nicht die Schuld. Versteck dich nicht vor deinen Gästen. Ja, wir sagen erstes. Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Süß. Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Warum wollte... Ja, reden wir mal über die letzte Quest von ihm. Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Warum hast du Metiochos an einen so gefährlichen Ort geschickt? Warum schicktest du Metiochos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja. Herodotos sagte das auch. Ja, ja. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Du solltest diese Drohung ernst nehmen. Ich würde mir auch Sorgen um Athen machen. Ja, an sich ist... Ich würde mir auch Sorgen um Athen machen. Ich will
kann er sterben? Also wenn ich jetzt das eine sage und das andere richtig gewesen wäre, stirbt er dann? Ich glaube nicht. Ich würde mir auch Sorgen um Athen machen. Ja, an sich beides, aber ich glaube, der Kult ist momentan die größere Gefahr für ihn. Also ich meine, Sorgen um Athen ja, aber hier geht es halt wirklich um Auftragsmord. Hey Tobi, sag mal, machst du nach dem Stream noch eine Essenspause oder kommst du gleich zu League? Ja, eine kleine Pause würde ich machen. Also so eine halbe Stunde oder so. Weil Abendessen muss ich ja auch mal, ne? Ich würde mir auch Sorgen um Athen machen. Ja, nee, die Drohung. Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Perikles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf sie hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt. Und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe deinen Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Sehr, sehr interessant. Die mögen das Lied, ne? Das kommt immer wieder. Okay, verlasse das Symposium. Kann ich noch... Du bist zurück. Achso, ja, aber... Das war sehr sinnlos. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur schauen, ob ich weitere... Sachen fragen kann oder. Ich werde dir auf deinen Reisen helfen, wo ich nur kann. Dankeschön. Gut, dann gehe ich. Genau, ich muss noch tschüss sagen. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du, du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich bin bereit zu gehen. Ich würde gerne noch bleiben. Ja, wir haben ja alles gemacht, ne? Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Ich reise nach Chios, Argolis oder Korinth. Ja, keine Ahnung. Was machen wir denn? Ich würde noch nicht sofort... wegreisen. Was ist am? Ich glaube, ich reise zuerst nach Korinth. Ich würde gern mit einer Frau in Korinth sprechen. Alkibiades hat mir von diesem Ort erzählt. Offenbar wird dort nicht lange gefackelt. Er sagt viel, wenn der Tag lang ist. Das stimmt wohl. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kefalenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kefalenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab. Ja? Ja. Oh. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ah, schön. Ist egal, Tobi, was du zu Fiobe sagst. Ja. Du hast die Familie nicht getötet? Nein. Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kefalenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen.
Cassandra. Bye bye. Ja, Timmy. Ich hab die verschont. Aber das war echt doof, weil ich, au. Ich wollte sie halt nicht töten, sondern halt in Quarantäne schicken, aber die haben ja danach so eine geile Weltreise gemacht. Ach. Es war ein bisschen blöd, dass man das nicht, also quasi sagen konnte, so, ja, aber nicht rumgehen. Ja, eben, ich. Wir leben gerade in einer Pandemie, du solltest das besser wissen. Ja, deswegen wollte ich ja, dass sie in Quarantäne gehen und so. Ich meine, während der Seuche in Europa, die waren ja auch klüger, sag ich mal. Naja.